Der Volkspark Humboldthain, benannt nach Friedrich Wilhelm Alexander von Humboldt, liegt im Berliner Bezirk Wedding mitten in Berlin im Gesundbrunnen. Der Volkspark Humboldthain bietet aber nicht nur Naherholung und Entspannung durch seine weitflächigen Wiesen und Spielplätze, sondern birgt auch einige historische Stätten. Berlins größte Bunkeranlage und der legendäre Flakturm auf der Ostseite erzählen hier Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg. Um den Flakturm zu erreichen, muss man allerdings erstmal 160 Stufen bewältigen. Ein Serpentinenweg bis zur Spitze ermöglicht allerdings auch Leuten mit Handicap das Erreichen der Flaktürme und der Bunkeranlage. In einem Interview mit Zeitzeugen berichten wir von dieser Anlage. Ich glaube, 3 Stockwerke oder 4 oder auch mehrere. Jedenfalls war der Bunker nicht beschädigt. Beschädigt, den hatten die wohl die amerikanischen, englischen Bomber nicht zerfetzen können. Der war wohl irgendwie sehr stabil oder nicht richtig getroffen worden. Jedenfalls so wurde mir gesagt. Wie waren denn da die sanitären Anlagen drin im Bunker? Also eine richtige Toiletten kann ich mich auch nicht dran entsinnen. Also wir haben da irgendwie vorher unter Notruf verrichtet oder manche hatten sich dann irgendwie so einen leeren Marmeladeneimer mitgenommen und den benutzt als Toilette. Da bin ich ein bisschen überfragt, weil wir praktisch da, also ich nur übernachtet habe, ganz kurz, früh morgens, also abends spät rein, früh raus. Gab es denn irgendwelche Verpflegung oder so von den Behörden damals? Nein, das ist mir nicht bekannt, was wir da hatten. Das haben wir uns alles in der Badstraße oder in Wedding da an Nettelbeckplatz besorgt, auf dem Schwarzen Markt, irgendwelche Naturalien oder die wir eingetauscht hatten. Eine Gastronomie oder was Ähnliches, so gab es da nicht. Ernst Schöpfel und Ingeborg Schöpfel, 90 und 83 Jahre alt, sind Zeitzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich bin nur mal mitgerannt mit den anderen. Da war ich 12 Jahre und kam aus der Schule und musste rennen, damit ich den Bunker noch schaffe. Und dann wurden ja die Türen zugemacht und dann kam ja keiner mehr raus und rein. Frauen mit viel, viel Kindern und alles. Und wie viele Stunden haben Sie dazu gebracht, so je nach Bombenalarm? Drei Stunden. Also man kam dann wieder ans helle Licht und dann ist man nach Hause. Ernst Schöpfel kann von einigen Kuriositäten berichten, zum Beispiel, dass man seine eigene Glühbirne mitbringen musste, um Licht in den Bunkeranlagen zu haben. Mein Kriegskamerad, mit dem ich in Gefangenschaft war, der wohnt in Berlin. Wedding. Und den habe ich öfter besucht. Und da die Unterkunft damals in Berlin nach dem Krieg schwierig war, Hotel oder Pension zu bekommen, war die Möglichkeit, die jemen in dem Bunker zu übernachten. Und darum habe ich mich um den Bunker mal gekümmert und habe da ein bisschen, wie schon gesagt, kuriose Dinge erlebt. Die waren nicht so ganz einfach. Erstmal war der meistens überfüllt, man kam kaum rein, man musste sich da ein bisschen anmelden vorher und dann musste man rechtzeitig da sein und so weiter. Und das richtig Kuriose war eigentlich, dass der Bunker umfunktioniert wurde als eine Übernachtungsstätte, würde ich mal sagen. Waren alles kleine Zimmerchen und schlecht beleuchtet. Und na, wie gesagt, sehr spartanisch eingerichtet, Feldbett, Tisch, Stuhl und na, furchtbar dunkel. Also man musste eine Lichtquelle mitbringen. Die gab es auch die erste Zeit, aber da die Zeit in Berlin so war, wurde die Lampen laufend gestohlen, die Glühbirnen. Also jetzt kriegt man die Aufforderung, eine Glühbirne mitzubringen oder eine Taschenlampe, dass man sich da zurechtfand in dem Bunker. Also das war dann schon wieder ein Problem. Man musste vom Schwarzen Markt sich eine Glühbirne kaufen. Die war ja nicht gerade preiswert. Und so ist das entstanden und so habe ich dann praktisch na, gut ein Jahr, alle Monate mal 1-2 Tage im Bunker übernachtet. Bei meinen
mit meinem Freund und Kriegskameraden etwas ein bisschen was zu erleben in Berlin. Das, ne, die Hauptsache war ja damals ne, der schwarze Markt, der alles beherrschte. Und da kam man nicht umhin, man musste sich da eben eindecken. Da ich aber aus Anhalt stammte, und zwar in Aachen, das ist eine Stadt an der Elbe zwischen Dessau und Magdeburg. Und da war das mit der Verpflegung nicht so schwierig wie in Berlin. Man hatte also ein bisschen Zugang zu Lebensmitteln, Kartoffeln, Mehl, Zucker hauptsächlich da. Und das hat man dann nach Berlin transferiert hier und haben uns dann da das umgetauscht in irgendwelche Dinge, die wir uns brauch waren und so weiter. Unter anderem Glühbirnen. Unter anderem Glühbirnen. Die Glühbirne, die hatte ja einen richtigen Wert, also nicht ne, finanziell, aber jedenfalls einen ideellen Wert. Und ohne Glühbirne war ja aus, da war es ja duster. Nee, die Glühbirne wurde rausgeschraubt, in der Tasche gesteckt und vorsichtig eingewickelt und dann wurde sie aufbewahrt für die nächste Übernachtung. Eindrücke habe ich noch von, dass der Bunker, es war ja kein Krieg mehr, aber es war eben ein mächtiges Gedränge, weil eben die Unterkünfte in Berlin sehr, sehr beschränkt waren. Wie schon gesagt, keine Hotels, keine Pensionen und so weiter. Unterkunft war da schwierig und dann fuhren ja auch damals wenig Züge und Bahnen. Man kam also, wenn man nicht aus Berlin stammte, man kam ja nicht wieder nach Haus. Man musste sich ja dann da ein bisschen schon bemühen anzustellen. Also da war schon manchmal ganz schön Gedränge um Plätze. Aber da gab es dann natürlich auch wieder Tricks. Und zwar in Naturalien, indem man die Pförtner oder sozusagen die den Einlass gemacht, geregelt haben, indem man denen eben ein paar Zigaretten zugesteckt hat und so oder irgendetwas Naturelles. Und dann husch, war man mit drin und hatte eben Möglichkeit da zu übernachten.